eine zufällige Karte aus deiner Hand zu einer Legend-Karte. Zu einer zufälligen Legendäre oder was? Genau. Welche Farbe? Alle Zufall. Nein, welche? Achso, du meinst die Karte selber, ich glaube. Weil die wäre awesome, wenn die wäre awesome, wenn die farblos wäre. Ja, ich kann ja noch mal kurz draufhauen. Ich will meistens aber farblos. Wenn die farblos ist, ist das Ding awesome. Dann lässt die sich ja in fast jedem Deck spielen. Ist ja, sage ich mal, so farblos macht schon was aus, das ist richtig. Aber es wäre noch heftiger, wenn sie nur für eine Farbe wäre. Weil die Farbe dann einfach zu krasse Vorteile dadurch ziehen könnte. Also die Darstellung ist farblos. Okay. Das ist halt mal eine Unterstützung, die du dreimal aktivieren kannst, wie die anderen Aktivierungsunterstützungen. Und eine Kreatur in deiner Hand, nicht eine zufällige Kreatur. Okay, reicht doch trotzdem. Ja klar, eine zufällige Legende. Ja, es macht aber schon einen Unterschied, ob man jetzt, sage ich mal, zufällig einen Cast zu einer Legend-Karte macht oder eine Kreatur an sich, vielleicht zum Zauber Legend wird oder sowas, gibt's ja auch ein paar. Ja, aber das wird man dann sehen. Du, aber ich krieg die Karte momentan nicht. Ich habe die ganze Saison nicht gespielt. Rang 9 müsstest du trotzdem sein. Wenn du jetzt eine Saison nicht gespielt hast, wirst du Rang 9 sein und dann wirst du, glaube ich, abgestuft auf 12 oder so wieder, ja, weil du inaktiv Rang 9 bist. Bin ich. Stoneberry wa iku no hajimete da yo ne? なんで通行止めされてたんだ？ゴーマか？いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して輸送キャラバンが何百人も行方不明になったのです。寒冷化の影響による異常気象だな。雷が頻発した地域や豪雨に見舞われた町もある。ええ。年末はブルスは大変コンプリートイバーカートヴェアン。うん。ですけど、ん、リティガーゲームチェンジャーザイン。 Die müssten dann noch mehr Destruction-Karten eigentlich für die Farben mit einbauen. Bisher hat ja nur Rot und Schwarz, womit du Unterstützung zerstören kannst. Nein, farblos gibt's auch ein. Ja, gut, den Trollken, ja, aber den baut man ja kaum ein. Naja, wenn man ihn aber gegen Unterstützungen einbaut, gerade jetzt wird der dann wahrscheinlich stärker gespielt. Ja, definitiv. わしと主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。ええ、そんなの初めて聞いたでふよ。姉さん、いつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。 いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがの。よくないでご。男が女に振られたぐらいで泣くな。ストーンベリーへ急ぐぞ。 Ach du Scheiße, ist das ein Weg? Da habe ich jetzt einiges zu dackeln. Gibt's da keine Busse? Das ist ein Classic Oldschool RPG. Nein. Ja, war doch ein Scherz, Digga. Obwohl ein Bus vielleicht was Cooles wäre.
In anderen Spielen gab es zum Beispiel Vögel, auf denen man fliegen konnte. Ja, gibt es unter anderem auch, denke ich mal. Wieso komme ich hier nicht durch? Ich muss ringsherum laufen, ist ja noch schlimmer. Was wolltest du jetzt mit PSN sagen? Roxas, ich habe noch nicht so viele Chat-Commands, was wolltest du da jetzt wissen? Shit. Mein PSN-Name? Ich habe keinen PSN. Ich spiele nicht ich spiele keine PlayStation. Spiel über Steam, Roxas. Sehr schön. Dreimal gewonnen. Und ein neues Gebiet entdeckt. Neues extra entdeckt. Schwertkämpfer-Augenklappe. Hier gibt's noch irgendwo zwei Schatzkisten. Wo kriege ich euch? Aber eigentlich muss ich da oben lang. Kreisch nicht so, du blöder Vogel. Mache ich das von hier aus jetzt eigentlich am dümmsten? Ich bin verwirrt. Ich muss zur Dardan-Fernstraße. Von da komme ich doch aber gerade. Come on.
Daut. Dumme Affen. Ach genau, Ausrüstung wechseln. Wow. Die brauchen eine ganze Weile zum Meistern. How the fuck am I supposed to get there? Geht mir alle nicht auf den Sack, ihr blöden Viecher. Ihr habt doch eh keine Chance. Jesus, was ein Weg. Und wie genau soll ich jetzt darüber kommen? Ach du Scheiße, bin ich da gelandet. Oh, ich werd doch bekloppt im Kopf. ああ。馴染んできた。何が？あなたの力がです。いい感じに制御できるようになってきました。よかった。もう倒れたりしないね。ええ。ますます精進しますから。よろしくお願いしますね。うん。
どこした別にああ言えばそう言えばボーはエレノアと契約した時マナをつけてもらったんじゃろいい名前だったかいそれはマナ精霊が持っている古代語の名じゃよ人間と契約を交わす時に必要な特別な名前なんじゃわしもビエフにフューシーカスとつけてやった 豚猿という意味じゃひどいわねこれも一種の愛情表現なんじゃよライフセットあんたはどんなマナーをもらったのそれはもしかしてマギルーみたいに変な名前をつけられたんじゃないでしょうね不満があるならエレノアに言ってあげるから正直に教えなさい違うしベルベットには言えないよ そんなに嫌がらなくても。マナは気安く他人に明かすものじゃない。精霊にとって特別な意味を持っているんだ。契約者以外に自分のマナーを告げることは同性になら命がけの信頼の証。異性に対しては愛の告白に近いんじゃよな。それを早く言いなさいよ。 ライフセットも難しい年頃だ。以後は気をつけろ。まあ、あれも一種の愛情表現じゃがな。 Ich hasse die Hexe. Ihr kann ruhig seine Jacke behalten. Jawohl, ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Auch wenn ich mich kurz eine Weile verlaufen hatte. Nanu, kommt da jetzt der... Ui! Ein Drache. アルディナ草原のゴーマというのは自由に飛んでたかクーマなのか。地脈点感じた。あっち、あの岩山の上あたりだよ。確かめてみましょう。Großer böser Drache. Der schreit doch quasi darum, verhauen zu werden. Und vielleicht gekocht. Und gegessen. Schade, ich dachte, die Schatzkiste wäre hier. Ich töte Leute und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Sachen. Stop annoying me. Da geht es zur Bergspitze und hier geht es irgendwo anders hin. Da ist die Kiste. Nach der habe ich gesucht. Mein Schatzkiste. Komm her, komm her, komm her. Und vor allem sei was Gutes. Seelenflaschen. Ich habe noch nicht ein vernünftiges Crafting-Rezept für Waffen. Ich bekomme immer nur den Mist, den man droppt. Und Upgrade-Materialien, aber keine Waffenrezepte. Huch, hier war ich doch schon mal. Oh, der war. Geh mir nicht auf den Sack, du Biene.
So. Au. Eine Alarmstufe Rotdämon. Und ein Haufen Drachen. Aber kleine Drachen. Ja. Hey, stop wrecking my soul! Fuck, daneben. Lethal pain? その呪い、ここだ。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 ここだ
ist das Gefangenen- oder besser gesagt das Gefängnis-Outfit. Der Hut macht's vor allem irgendwie aus. Ich habe auch noch einen Cowboy-Hut. Wäre dir ein Cowboy heute lieber, oder was? Das davor sah halt aus wie so ein Magier, der pervers in der Kindern jagt. Es ist eine Frau. Also wenn, dann wäre es eine Magierin, die pervers in der Kindern herrennt. Aber nein, sie ist ein Dämon. Wenn sie hinter Kindern herrennt, dann nur um sie zu fressen. Oha. Zwischenzeitlich verwandelt sich ihre Klaue in eine gigantische Dämonenklaue, mit denen sie im Endeffekt ihre Gegner bzw. das Leben aus ihren Gegnern heraussaugt. Nicht mehr ganz so freundlich, oder? Ach, geht schlimmer. Wo du recht hast. Aber jetzt sieht sie wenigstens noch halbwegs harmlos aus. Davor sah es halt mal spooky aus, fand ich. Gefängnis-Outfit steht ihr besser. Vor allem, weil es weniger Stoff ist, wa? Auch. Typisch, Mann. Wie steht die Nahrungsanzeige da unten rechts? Das ist das automatische Kochen. Nach einem Kampf koche ich einfach was zu essen und das essen die dann automatisch. Diese 55 Mal ist die Anzeige, wie oft ich das noch kann, bevor mir das Material ausgegangen ist. Dann stirbst du unweigerlich. Nein, dann muss ich einfach nachkaufen. Ach shit. Ich bin ja schon am Ziel, aber nein, ich töte vorher den Alarmstufe Rotdämon. Also doch nochmal den ganzen Weg zurückdackeln. Juchai, 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 Sasa. Wie jetzt? Ich muss nochmal kurz ein Stück zurück. Ich dachte eigentlich, dort wären nur Schätze, aber als die angefangen haben loszuquatschen, habe ich gemerkt, dort geht's weiter. Also gehe ich nochmal vorwärts und töte dieses rote Kreuz auf der Karte. Ein etwas stärkerer Dämon. Sogenannte Alarmstufe Rot. Für die bekommt man dann, wenn man den NPC quatscht, übelst gut Kohle. Der Film ist trotzdem besser. Hm? Der Film ist trotzdem besser. Der Film? Ja. Du meinst zu Tales of Berseria? Nee. Alarmstufe Rot. Ach so. Boah, du bist ein Vollidiot. Danke, weiß ich. Das hat überhaupt nichts mit der Materie zu tun. Doch, du hast Alarmstufe Rot gesagt. Weil die Dämonenart so heißt. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Das hier ist ein Anime-RPG. Spielt es auch auf der gleichen Welt wie die anderen Tales-Dinger? Die meisten Tales of Spiele haben ihre eigene Welt. Aber das hier zum Beispiel ist die Vorgeschichte zu Tales of Systeria. Wurde mir zumindest so gesagt. Dieser verdammte V da hinten soll ein Alarmstufe Rotdämon sein? Euer Ernst? Das ist ein großer Vogel. Na, hoffentlich macht er auch Schieb Schieb. Der macht Kra Kra. Na dann. Ins Gesicht. Der kann es mittlerweile dauern. Ich